Diese Sendung wird präsentiert von Laola 1 TV. Kein Spiel für schwache Nerven ist das Westderby zwischen dem HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck und dem EC Dornbirn. Die Innsbrucker Haie zeigen sich vor heimischem Publikum in bester Spiellaune. Tyler Donati trifft im ersten Drittel zur 1:0 Führung. Justin Donati erhöht auf 2:0 für die Haie und Salazar erhöht sogar auf 3:0. Innerhalb von 6 Minuten gelingt den Dornbirnern aber der Ausgleich und im letzten Drittel gehen die Vorarlberger sogar in Führung. Dann der große Auftritt vom HCI-Neuzugang Jeff Ulmer. Innerhalb von 2 Minuten bringt er die Innsbrucker wieder in Führung. Salazar erhöht auf 6:4 und Höller stellt den Endstand von 7:4 für den HC Tiroler Wasserkraft her. Somit dürfen sich die Haie wieder über einen prestigeträchtigen Sieg freuen. Jetzt warten Graz und Bozen auf die Haie, ehe es am 20. Dezember zum Klassiker-Duell zwischen den Haien und dem KAC in der Tiroler Wasserkraft Arena kommt. Diese Sendung wurde präsentiert von Laola 1 TV.